Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Assassin's Creed Revelations. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer. Ja, der liebe Yusuf Tassim hat uns willkommen geheißen und möchte uns nun durch die Stadt führen. Wir akzeptieren. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessing Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Willst du nicht weiter erzählen? Na gut, dann halt nicht. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Ja, und los geht's schon. Warte mal, hier, da und dann hier und dann hauen und dann du sollst ihn hauen. Das muss ich mir merken. Dann treffen Sie schnell ihr nächstes Ziel, indem Sie X finden und sofort zu treffen. Verknüpfen Sie. Passt auf! Was? Wie? Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot! Und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Ich hätte es mir eigentlich denken können, dass so ein Überfall-Ding kommt, weil auch bei ihm die 5 Balken oder die 6 Balken angezeigt werden. Aber schön ist es hier. Auch mit dem Sonne und so und den Schatten und dem Spätabend oder dem Herbst oder was auch immer das ist. Gefällt mir. Sieht schön aus. Ist schön. Hier lang. Ja, bin doch da. Ich bin direkt hinter dir. Ja, und nun? Muss ich da jetzt reingehen? Nö. Muss ich da irgendwo drauf treten? Ist da irgendwo ein Hebel versteckt oder sonst was? Ah, hier. Na dann, rein mit uns. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder?
Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio, eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Aufrüsten und erkunden! Ezios Ausrüstung ist in schlechtem Zustand. Erkunden Sie den Galata-Bezirk und erwerben Sie eine bessere. Ach so. Ja. Jetzt schaue ich mich aber hier erstmal ein bisschen um. Schön haben sie es hier. Truhen können wir plündern. Wer bist denn du da drüben? Wer bist du? Dank euch werden wir immer stärker. Oh, die redet auch nichts. Und Taschendiebstahl kann ich bei der Frau auch nicht machen. Und du? Mentor. Der schön redet, euch zu sehen. Der redet auch nichts mit mir. Der sagt nur, Mentor, schön euch zu sehen. Was haben wir hier noch? Nix. Lauter Kleiderpuppen. Puppenanziehständer. Wer bist du? Seid gegrüßt, Effendim. Ich kann bei ihr auch keine Taschendiebstahl machen. Ich pack mal wieder meine versteckte Klinge aus. Die packt er nicht aus, okay. Dann halt nicht, ist auch okay. Was haben wir hier? Waffenständer. Eure Anwesenheit endlich. Da kommen wir nicht weiter. Eine Freude, euch zu sehen, Mentor. Der sagt auch nichts, außer eine Freude, euch zu sehen. Gut, dann schauen wir, dass wir da wieder rausgehen. Wir haben ja schließlich eine Mission zu erfüllen. Bevor wir das machen, schauen wir uns hier noch ein bisschen um, weil das sieht auch sehr interessant aus. Ja, Wahnsinn, hier ist es ja richtig schön eingerichtet. Sieht gut aus. Sieht echt nicht schlecht aus. Wo geht's da hin? Das muss ich mir jetzt anschauen, Leute. Das muss ich mir jetzt einfach anschauen. Ja, richtig klasse. Das ist ja schön hier. So richtig schön. Hallo, du da. Wie geht es euch, Mentor? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hier haben wir gerade nichts zu sehen. Der Schrank steht doch bestimmt nicht umsonst da. Der hat doch irgendeine Funktion. Also versteckte Tür oder irgend sowas. Keine Ahnung. Sonst würde der nicht da nicht so mich schreiend in der Ecke stehen. Der bettelt förmlich darum, dass man bei ihm irgendeine Tür öffnet und dann in den Geheimgang reingeht. Ah, okay, jetzt sind wir da draußen. Ja, alles klar, jetzt haben wir uns hier umgeschaut, jetzt können wir uns neue Rüstung kaufen. Verdienen Sie genug Geld, um eine neue Rüstung zu kaufen? Dass wir Geld verdienen, da sind schon die ersten Frauen. Ja, ein bisschen schneller gehen. So. Wo ist da ein Dieb? Ich sehe keinen Dieb. Was? Das war dein letzter Tag auf Erden. Wache! Du Niederträchtiger! Was haben die denn alle? Will der mich verhauen? Warte mal, ich darf ja nicht. Schon gut, bitte tut mir nichts, ich gehe. Sir, was zum Teufel? Ich gebe Fersengeld. Ja, Ezio, du kannst wieder aufhören. Du kannst deine Faust wieder wegpacken. Hallo, komm, du kannst deine pack doch die Faust weg, Ezio. Was, dass du wegkommst? Pack die Faust weg und geh wieder. Da sind auch noch Leute.
Ach so, da kann ich gar nicht. Die haben kein Geld bei sich. Okay, dann halt nicht. Jetzt haben wir schon 571. Vorher waren es noch irgendwas mit 400. Hat sich doch gelohnt. Wie soll ich denn da Geld verdienen? So ein Quatsch. Außerdem, hallo, Geld verdienen? Ich meine, nee. Hier. Fünf-Finger-Discounter. Da geht's nicht weiter. Ich schaue mir jetzt einfach mal hier so ein bisschen um. Hey, das ist schön hier. Und hier schreit irgendjemand rum. Das ist doch auch wieder so ein Ding, oder? Gute Menschen von Istanbul. Euer weiser Sultan Bayezid weiß. Ach, verschwindet! Sagt es ihnen! Ist das eine Wache? Nö. Nieder mit dir! Leute, rennt doch nicht weg! Vergiss es einfach! Oh, schade, die haben nichts mehr. Die läuft auch gleich weg. Ja, nicht schlecht, gell? So, du bist auch noch dran. Schande über euch! Ist mir schon recht. Du gibst mir auch dein Geld. Sehr schön. So, einmal durchgelaufen, gleich ein bisschen Geld verdienen. Passt. Ach, da ist er wieder. Wo ist denn da der Schmied? Ihr Schweine! Hör auf mir ins Ohr zu brüllen. Ihr Tiere! Da ist ein Arzt. Ah, der Arzt könnte viel Geld haben. Nö, aber der hat nichts. Schande über dich, Abschau! Nieder mit euch! Vergib mir meine Unbedeutsamkeit. Ihr Tiere! Bitte tut mir nichts! Schande über euch! Weiter so! Weiter so! Damit habe ich nichts zu tun! Nieder mit euch! Ja, kommt doch her und kämpft mit mir, wenn ihr schon wollt. Weiter so. Wunderbar. Ich bin immer so ungerecht. Weiter so. Das war der Falsche. Ach so, der nimmt wieder den Falschen. Verschwindet. Festet auf. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Hä? Jo, Esel. Los, Festet auf. Nieder mit euch. Wie war das nochmal? Ah ja, genau, so. Hau da mal drauf! Hey, du kannst doch keine Frau hauen, also Ezio. Ich wollte eigentlich nur ausweichen, ich wollte nicht kontern. Jetzt probieren wir mal den Kontergriff aus. Hä? War ich zu langsam? Hä, wieso? Drecksäcke! Naja, okay, dann kontern wir ganz normal. Weiter so! Ich töte alle, die mir im Weg sind. So, haben wir jetzt alle, die mich hier erschlagen wollten. Können wir wieder alle hier Geld entnehmen? Tyrannen. Ah, der nächste, der mich verhauen will. Warte mal, hier gibt es ja noch mehr. Hier sind so viele Leute, da läuft so viel Geld herum. Nieder mit den Tyrannen! Warum sollte ich mir hier die Mühe machen, mich mit denen zu prügeln, wenn ich doch einfach durchlaufen kann und denen ihr Geld mitnehmen? Die sind es doch eigentlich gar nicht wert, dass ich mich mit denen zusammenschlage hier.
gehen jetzt einfach wieder. Hm. Ich lasse die einfach stehen. So, 1200. Wir haben 1200 Geld. Wo ist die Karte hier? Wo ist die Karte? Die Karte ist noch normal, ist ja hier. Warte mal, wie kann ich ihn hier Ding machen? Hä? Ich kann laufen, aber ich wollte eigentlich rollen, oder kann der nicht rollen? Ist der zu doof zum Rollen, oder was? Er entschuldigt sich für die Absage des Festes im letzten Monat, als wir kurzfristig im Krieg lagen. Ach, schade, der hat kein Geld bei sich. Okay. Aha, noch einer. Wache, Wache, pack diesen Abschaum. Hey, hier solltet ihr nicht sein. Sag mal, willst du mich erschießen, oder was? Also, so weit kommt's noch. Ich bin jetzt hier auf dem Dach. Ich bin Assassine, ich darf das. Ich darf alles. Nichts ist erlaubt, alles ist wahr. Nee, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. So rum heißt es. Nein. Toll. Ich will zur Karte zurückgreifen. Was macht ihr denn? So ein Quatsch. Ja, Karte, hier. So. Warum muss ich da erst im Menü rum? Das ist doch Quatsch. Ja, Aussichtspunkt, natürlich. Auf zum Aussichtspunkt. Karte. Marke setzen. Ach ja, genau so war das, Mensch. Ach ja. Solche gefährlichen Tölpel sollte man besser weg. Ach, bis du mich erwischt hast, bin ich schon längst weg. Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Das willst du auch nicht wissen. Was soll denn das? Ezio, mach nicht so einen Blödsinn. Ein bisschen habe ich es vermisst. Ein bisschen habe ich es vermisst, tatsächlich. Und wie leichtfüßig der da raufkommt. Es ist eine Glatze. So, dann müssen wir da vorne wieder runterklettern. Dann kletter mal darüber. So. Und dann kletterst du da wieder runter. Linke Stick. Sehr schön. Auf nach unten. So, kann ich mich jetzt von einem Arzt behandeln lassen? Was ist denn hier? Hier ist doch dieses komische... Hier ist doch so ein Schnellreisepunkt, oder nicht? So eine U-Bahn? So, jetzt suchen wir erstmal einen Doktor auf. Herr Doktor. Ich kümmere mich um euch. Fehlt euch etwas, Freund? Ja, ein bisschen Gesundheit fehlt mir. Jetzt heilen 43. Apothekenbedarf Komponenten. Ja, komm, heil mal. Ja. Na komm. So, Apothekenbedarf, Medizin, Gift, schnell wirkendes Gift. 1. Ja, füll mal auf. Ui, Keks, was ist jetzt los? Komponenten, Salpeter, Stinkdrüsensekret. Das ist besser, aber ich sage immer, Vorsorge ist die beste Heilung. Ich dachte immer, Vorsorge ist die beste Medizin. So, wir kaufen wieder ein. Nicht so schnell, alter Mann. Oh, Hoppen. Wache! Vergiss es einfach! Ich wurde bestohlen! Fruchtbarkeitsprobleme? Oh, Schande! Aus Granatäpfeln und Skorpionen.
Nieder mit euch! Da steht doch noch jemand hier. Ich schlag mich doch mit denen nicht nochmal. Oh, schade. So viele Leute, die hier rumstehen, so viel Geld. Das ist doch klasse. So, hier, gleich du nochmal. 22, 30. Ah, sehr schön. Nieder mit dir. Dann komm doch und stell dich mir. Ach, komm du doch her, wenn du mich zusammenschlagen willst. Ich warte hier gerne auf dich. Ihr seid doch Tiere. Nieder mit euch! Ich weiß ja gar nicht, wie teuer so eine Rüstung ist. Sir, lass das doch. Nö, ich lass es nicht. Ich brauche Gold. Und ihr habt ein bisschen Geld. Also nehme ich mit. Ich brauche die Karte. Da ist nochmal ein Aussichtspunkt. Tyrannen. Wer bist du? Ihr seid das Letzte. Los, verschwindet von hier. Das Entwachen, okay. Ich schaue schick. Da hinten ist eine Leiter. Und da drüben ist wieder so ein Aussichtspunkt. Oh, und ich sehe gerade auf meiner Uhr, die Zeit ist schon wieder vorbei. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich wünsche euch dann noch eine wunderschöne Zeit. Habt einen schönen Tag. Oder einen wunderschönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Euer Omni.